Schön, dass du eingeschaltet hast bei einer neuen Folge 5 Minuten Laden, 5 Minuten Fragen. Hier klären wir in nur 5 Minuten alles Wichtige zum Thema Ladeparks. Und naja, nach Ladepark sieht das noch nicht ganz aus, aber da kann uns der NBW Ladepark-Profi Fabian bestimmt mehr erzählen. Schön, dass ich hier sein darf. Ja, hi Robin, schön, dass du hier bist. Ja, und ich würde ja gerne mein Auto laden. Normalerweise lade ich 5 Minuten für 100 Kilometer, aber hier ist ja gar nichts. Kommen wir direkt zu meiner ersten Frage. Ich freue mich ja, dass hier schöne Bagger rumstehen, aber was passiert denn hier genau? Willkommen hier auf der besonderen Baustelle in Großburg-Wedel. Und zwar ist es unser 1000. Baustart für den NBW Schnellladepark. Wow, 1000 Stück, das ist richtig viel. Ist dann erstmal genug oder macht ihr dann sogar noch weiter? Nein, Robin, natürlich machen wir noch weiter. Und zwar wollen wir bis zum Jahr 2025 2500 NBW Schnellladeparks bauen. Das NBW Hypernetz wird flächendeckend sein und so kannst du alle 50 Kilometer dein Auto an der Autobahn schnell aufladen. Ja, das klingt gut, aber da habt ihr noch richtig viel vor. Baut ihr da mehrere gleichzeitig oder wie muss ich mir das vorstellen? Ja, momentan bauen wir 8 gleichzeitig und mit diesem Baustart sind es sogar 9. Als ich gerade angekommen bin, habe ich schon gedacht, so, boah, das ist eine ganz schön massiv große Baustelle. Habe mich gefragt, okay, wie groß ist das eigentlich und wo kommt was hin? Kannst du mir da einen Überblick geben? Wir bauen hier auf über 1800 Quadratmetern den Ladepark. Und zwar haben wir über 200 Kabel mit über 7 Kilometer Länge. Und diese Kabel sind nicht nur die klassischen Leistungskabel zur Versorgung der Ladesäulen, sondern auch Datenkabel, um die Ladesäulen später zu steuern. Schau mal hier, hier entstehen gerade die Fundamente für das Photovoltaikdach. Und zwar kann da später der Kunde an 12 HPC-Schnellladestationen wettergeschützt laden. Und jede Station hat bis zu 300 Kilowatt Ladeleistung. Hier außerhalb des Dachs kommen noch 4 weitere Ladestationen hinzu. Da kannst du dann sogar dein Auto reinigen, während es lädt. Im Erstausbau haben wir 32 Ladepunkte. Und da hinten haben wir sogar noch 8 weitere Ladepunkte, die wir für den Endausbau vorbereiten. Warte mal, das heißt, wenn ihr alles ausgebaut habt, habt ihr insgesamt 40 Ladepunkte. Das ist richtig viel und ist dann wahrscheinlich der größte Ladepark, den ihr anbietet, oder? Nein, wir haben sogar in Kamen noch größeren. Und zwar der in Kamen hat 52 Ladepunkte und unser kleinster steht in Erkheim mit 8 Ladepunkten. Neben den großen Schnellladeparks haben wir natürlich auch noch einzelne Ladestationen. Und wieso baut ihr dann manchmal einzelne Ladestationen und nicht immer so schöne große Parks? Unser Ziel ist ja eine flächendeckende Ladeinfrastruktur, die alltagstauglich ist. Da, wo viel Verkehr ist, zum Beispiel an den Autobahnen, da bauen wir natürlich einen Schnellladepark hin. Und in der Stadt, wo man während des Einkaufs sein Auto laden will, da bauen wir die Ladesäulen zum Beispiel auf dem Parkplatz. Jetzt hast du gerade gesagt, flächendeckend. Und das wünschen wir uns ja alle für die Elektromobilität. Aber was bedeutet das konkret? Damit meine ich den Zugang zu Schnellladepunkten überall in Deutschland. Damit man überall flexibel laden kann, da wo man gerade ist. Egal ob in der Stadt, auf dem Land oder an der Autobahn, so wie hier in Großburg-Wedel. Und macht ihr dann auch einen Unterschied bei den Ladestationen? Jetzt im Vergleich in der Stadt oder auf dem Land oder sind die alle gleich? Nein, wir machen da keine Unterschiede. Wir bauen überall HPC-Schnellladepunkte, damit man überall schnell nachladen kann. Es gibt ja immer noch einige Lücken, also Orte, an denen es keine Schnelllademöglichkeiten gibt. Wo seht ihr denn da den größten Bedarf? Vor allem in den deutschen Großstädten, denn da hat nicht jeder eine Wallbox und die Leute sind vor allem aufs öffentliche Schnellladen angewiesen. Vor allem im Norden und im Osten von Deutschland sehen wir noch Bedarf für Schnellladeparks. Wir sind aber dran, schnellstmöglich die Lücken zu schließen und kaufen dafür Grundstücke und bauen schnellstmöglich neue Standorte. Ja, das klingt ja gut, aber du hast es schon gesagt, ihr braucht ja dann solche Baugrundstücke. Wie kommt ihr denn an die ran? Erstens über den Handel, denn die haben häufig Grundstücke, die sind verkehrsgünstig gut gelegen und somit ideal für Schnellladen geeignet. Zweitens arbeiten wir mit Kommunen zusammen. Wenn die uns ein Grundstück anbieten, was strategisch gut gelegen ist, dann kaufen wir das. Und drittens kann uns natürlich auch jeder Grundstücksbesitzer sein Grundstück anbieten. Das geht ganz einfach über unsere Homepage. Gut zu wissen und die Webseite packe ich dir auch unterhalb des Videos in die Infobox. Klick dich doch da mal rein, wenn du der NBW dein Grundstück anbieten möchtest. Da sind die 5 Minuten auch leider schon wieder vorbei, aber danke lieber Fabian, du hast mir wirklich tolle Einblicke gegeben, habe ich selber noch nicht erlebt, so eine Baustelle, also wirklich spannend. Ja, gerne lieber Robin, du bist immer herzlich eingeladen. Also, ich habe meinen Fragenkatalog für heute abgearbeitet, aber vielleicht hast du ja noch ein paar Fragen, dann schreib sie doch unterhalb des Videos in die Kommentare rein. Und damit du die Antworten nicht verpasst, am besten den Kanal abonnieren und die Glocke drücken, dann bekommst du eine Benachrichtigung, wenn eine neue Folge online ist. Ich gehe jetzt noch eine Runde Bagger fahren. Ha 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 ha!